Hallo ihr Lieben, heute ist es soweit, ich mache mit euch den Umschlag für die Karte. Ich erkläre das Scoreboard, das Multiscoring-Board vom Action. Es gibt das Baugleiche von EFCO. Was man aber direkt merkt, und da habe ich auch gleich etwas Entsprechendes vorbereitet, wenn wir mit euch durch die Kamera gucken. Also ihr habt hier oben, sofern ihr das erkennen könnt, ich hoffe ihr könnt es erkennen, eine Inch-Leiste und das gleiche habt ihr hier an der Seite. Und auf dieser Seite und hier unten, dort habt ihr Zentimeter. Jetzt ist aber die Anlegeleiste hier. Es gibt keine Anlegeleiste auf dieser Seite, dass ihr jetzt irgendwie mit Zentimetern arbeiten könnt. Ich finde, es ist also sehr gut erkennbar, dass dieses Brett eigentlich auf Inch ausgelegt ist und Zentimeter ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt ist. Das hat Konsequenzen und ich bin halt bei so einem Scoringboard extrem eingeschränkt. Ich kann ja nicht dazwischen, sondern ich habe halt nur die Linien, die ich machen kann, eben bei 2 Zoll, 2, ein Achtel, 2, ein Viertel und so weiter. Ich kann jetzt nicht dazwischen. Ich kann nicht, wenn ich hier nach Zentimeter gehe, kann ich nicht dazwischen machen. Also ich kann nicht 3, ein Zwölftel Zoll machen. Kann ich nicht. So, abgesehen davon, dass ich persönlich kein Zollmensch bin, gefällt mir persönlich diese Unflexibilität nicht so sehr. Deswegen würde ich persönlich immer noch das hier empfehlen. Aber das Ding ist eigentlich trotzdem gut, vor allen Dingen zu dem Preis, weil ihr eben direkt auch Hilfsmittel habt. Das eine Hilfsmittel ist natürlich die Verpackung. Die solltet ihr auf jeden Fall aufbewahren, weil da die Maße draufstehen, die ihr benötigt und an die Stellen, an denen ihr falzen müsst. Und zwar gibt es einmal halt diese Tabelle und die andere Tabelle ist hier direkt integriert. Wir fangen jetzt mal einmal mit dem Umschlag an und machen aber nachher auch nochmal eine Box. Dazu werde ich dann auch nochmal was sagen und dann werdet ihr auch noch mehr verstehen, was ich meine. Was ich als erstes gemacht habe, obwohl das mache ich, habe ich für die Box gemacht. Das habe ich jetzt gar nicht für hier gemacht oder habe ich es doch für hier gemacht? Nee, für hier habe ich es nicht gemacht. So, das, was wir benötigen, ist ein Briefumschlag. Hier steht jetzt lustigerweise 10,2 mal 15,3. Das ist die Zentimeter-Tabelle. Und jetzt, ich hatte eben einen Probeumschlag gemacht und der ist mit Sicherheit nicht 10,2, weil dann würde nämlich meine Karte nicht reinpassen und meine Karte passt rein. Es ist also 10,7. Das heißt, hier steht schon mal als allererstes ein falsches Maß drauf. Mal gucken, ob ich irgendwo einen Stift habe. Egal, ich nehme jetzt einfach. Also das hier ist nicht 10,2, sondern 10,7. Jetzt gerade normalerweise habe ich hier auch einen Stift, der für CDs ist, aber ich mache es mir jetzt einmal so. Also das ist nicht 10,2, sondern 10,7, weil ansonsten wäre der Überumschlag nämlich zu klein. Ich wusste aber von meinem anderen Falzbrett, dass ich ja das Papiermaß 21 x 21 brauche. Jetzt ist das Blöde, dass bei diesem Block hier, dafür hätte ich ja jetzt die perfekte Grundlage, um da den passenden Briefumschlag zu machen. Das würde, jedes Blatt ist ja zweimal. Ach, ich glaube, das war hier vorne. Sei es drum. Also die Schwierigkeit ist, dass diese Blöcke nur 18,9 cm breit sind. Das heißt, ich kann aus diesen Blöcken keinen passenden Briefumschlag machen. Und ich sage euch auch, das Papier ist sehr, sehr, sehr dünn. Also wenn ihr daraus einen Briefumschlag machen würdet, müsstet ihr sehr, 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 sehr vorsichtig beim Falzen sein. Ich gucke mal gerade, ob ich noch ein Reststück hier rumfliegen habe. Ja, habe ich. Vielleicht kann ich euch da mal kurz einmal dran demonstrieren, was ich meine mit vorsichtig sein. Wenn ihr nämlich so ein dünnes Papier habt und ihr drückt diese Falz komplett durch, dann habt ihr unter Umständen die Schwierigkeit, na, das Papier hält sogar, dass es danach gerissen ist, also dass es danach auch auseinanderflubbelt. Aber ich bin begeistert, das tut es nicht. Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber die 21 cm kriegen wir damit einfach nicht hin. Ich habe da mal was vorbereitet und habe hier ein Papier rausgesucht, was nicht ganz so dünn ist. Also kein Kopierpapier, sondern ein etwas dickeres Papier. Und
Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier bei 21 cm mache ich mir eine Markierung und dann kann ich mir das auch direkt schneiden. Ich kontrolliere dann immer noch mal einmal kurz, ob ich es auch getroffen habe. Habe ich. Perfekt. So. Jetzt ist es so, dass mir das Board sagt, wenn du 21 x 21 cm hast, dann musst du bei 8,8 cm anlegen. Anlegen macht ihr immer von oben. Denn das erkennt ihr schon daran, auch hier haben wir eine Zentimeterleiste und auf der anderen Seite Inch. Und 0 ist irgendwo hier oben und dann geht das hier 2 runter bis 14 Zentimeter. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich hoffe ja. Ansonsten schauen ja wahrscheinlich die Leute das Video, die das Board auch gerade vor sich liegen haben. Also, wir sind hier bei 21 mal 21 Zentimeter haben wir geschnitten. Um 10,7 mal 15,3 Briefumschlag rauszukriegen und dass die Falzlinie, das Scale Mark, das Anlegemaß ist 8,8 und da wir bei Zentimeter sind, ist es also auch 8,8 Zentimeter. Das heißt, ich lege das bei genau 8,8 an und habe dann hier eine diagonale Falzrinne. Und die ist auch sehr, sehr gut gemacht. Also ich muss gestehen, das Board finde ich für Briefumschläge richtig klasse, weil es auch sehr klein und sehr handlich und sehr schmal ist. Also das kann man sehr gut mitnehmen. Auch zum Beispiel ich zu Kursen. So, und dann falzt man hier. Und jetzt gibt es hier eine weitere. Es gibt hier einmal diese Falzrinne, aber dann gibt es hier auch nochmal so was Interessantes. Und das ist die sogenannte, die nennen es Score Guide. Also das ist die Anlegelinie. Das heißt, ihr legt das hier wieder an den Rand an, aber orientiert euch hier an diese Linie. Also diese Score Guide muss die Verlängerung oder eure Falz muss die Verlängerung von dieser Score Line sein. Ich hoffe, ihr seht das. So, und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr wieder falzen. Und das Ganze geht jetzt so weiter. Also sprich, ich lege wieder an, ich verlängere die Score-Guide-Linie und falze und mache das ein letztes Mal. Nee, mache ich doch. Ja, ich habe alle vier Seiten. So, und jetzt habe ich alle vier Seiten gefalzt und das war's quasi schon. Jetzt kommt unser dieses Punch-Teil zum Einsatz. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich etwas festeres Papier genommen habe. Gar nicht nur wegen der Falzlinien, sondern weil er natürlich sauberer stanzen kann, wenn das Papier etwas dicker ist. Wenn ihr jedoch dickeres Papier nehmt, müsst ihr ein bisschen gucken, was das Porto angeht, dass das Porto dann nicht zu teuer wird. So, dann, ich sollte reden. Ich rede die ganze Zeit, aber ich sollte erklären, was ich tue. Ich falze das mal einmal, damit ihr das vielleicht besser sehen könnt. Ich falze mal gerade einmal die Linie nach, die ich gerade gezogen habe. Und dann kann man ja jetzt ganz gut erkennen, dass hier so ein kleines Dreieck entstanden ist. Und dieses Dreieck schiebt ihr quasi komplett rein. Und das hat zur Folge, dass diese Nasen wiederum die danach folgenden Linien zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Und die sollte es treffen und dann könnt ihr runterdrücken. Und das macht ihr an allen. Ach, es reißt trotzdem. Dann muss ich da vielleicht mal einmal mit ein bisschen Aluminiumpapier versuchen, dieses hier zu schärfen. Dann ist das, lag das gar nicht an dem dünnen Papier, sondern eher daran, dass meins offensichtlich nicht sehr scharf ist. Ich weiß nicht, habt ihr damit auch Probleme mit eurem? Ja. Und das letzte. Also auch da alle vier Ecken. Und jetzt und jetzt drehen wir das Ganze um und runden die anderen Ecken ab. Also ihr schiebt das die Spitze rein auf die andere Seite, nenne ich das mit den Nasen und packt das gerade rein. Und macht das an allen vier Ecken. Und jetzt gibt es noch einen Gimmick, den ich mache, weil mir das
besser gefällt. Das kennt ihr schon auch von dem anderen Scoring Board und den Schablonen, die ich damit gemacht habe. Aber wir falten erstmal einmal die Linien nach. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Und noch die letzte. Also auch da kann man das Falzbein nehmen, um das Ganze zu schärfen. Aber ehrlich gesagt, Finger reicht, weil je nachdem, was ich für ein Papier habe, in dem Moment, wo ich diesen Knick sehr hart mache, also sehr stark mache, auch dann kann ein Papier reißen. Ich empfehle zwei Dinge noch. Zum einen, wenn ihr Kleber aufbringt, ich empfehle immer, also ich mache ja normalerweise Tapetenumschläge, da ist es auf jeden Fall zwingend. Ja, was heißt nicht zwingend, erforderlich ist es nicht, aber es ist schon extrem einfach, wenn ihr mit doppelseitigem Klebeband arbeitet bei Tapeten. Ich finde es auch deshalb gut, es ist sofort nutzbar, also Flüssigkleber braucht ja einen Augenblick, um zu trocknen. Und wenn ihr Flüssigkleber nehmt, der hat vielleicht nicht, hält nicht so gut die Belastung aus. Und wenn ihr doppelseitiges Klebeband nehmt, das hält sehr gut die Belastung aus. Das stört mich, dass hier der nicht gut gestanzt hat. Das muss ich mir gerade einmal wegschneiden hier. Und es ist halt sofort trocken, ihr könnt den Umschlag direkt benutzen. So. Ich mag es ganz gerne, wenn ich diese Lasche noch umknicke. Das heißt, ich mache mit einem Bleistift gerade einmal eine Markierung. Hier und hier. Und weiß dann, ich lege mir das auf die Matte, dass ich die Falzlinie als Verlängerung einer Linie hier habe. Und knicke mir das gerade um da an der Stelle, wo ich mir die Markierung gesetzt habe. Seht ihr das? Ja, dass ich hier wiederum parallel zu einer Linie bin, weil ich finde das einfach schöner als das. Und das kann man jetzt entweder abschneiden oder aber, was ich mache, ich knicke es um und dafür bringe ich ein kleines Eckchen doppelseitiges Klebeband hier drauf. Mach es mal so. Das ziehe ich aber noch nicht ab. Und bringe jetzt doppelseitiges, passt mal auf, ich nehme mal das hier, dann seht ihr besser, wo ich anlege, weil das eine dunkle Schutzfolie hat. Wenn ihr nämlich hier am Rand das doppelseitige Klebeband aufbringt, hier habt ihr eine relativ starke Überlappung, dann passiert euch das, was mir bei meinem Probeumschlag passiert ist. Den habe ich gemacht und siehe da, hier ist gar keine Klebe, weil man so viel Überlappung hat. Das heißt, ich empfehle euch, das doppelseitige Klebeband auf diese Stelle zu bringen und schön an den Rand zu setzen. Es muss jetzt nicht ganz genau am Rand sein, aber doch schon so einigermaßen. Und ihr könntet es komplett machen, aber es reicht auch diese Ecke. Es sei denn, ihr packt sehr, sehr, sehr kleine Sachen in den Briefumschlag. Dann klappt ihr das einmal um, drückt es fest. Und jetzt könnt ihr hier die Folie abnehmen, wenn sie denn mitmacht, und das Ganze einmal um die Ecke kleben. Und dann ist der Briefumschlag, tada, fertig. Das ist schon alles und er passt. Und auf die Art und Weise kann man natürlich mit Papier, zum Beispiel eben auch Tapete oder anderem Papier, auch durchaus Geschenkpapier, schnell und einfach Briefumschläge machen. Geschenkpapier wäre glatt nochmal ein Versuch wert. Da hängt es sicherlich auch davon ab, welches Geschenkpapier ihr nehmt. Da gibt es sicherlich welches, bei dem ihr aufpassen müsst, dass es nicht reißt. Aber es gibt sicherlich auch welches, mit dem das perfekt klappt. So, verzieren. Wir nehmen noch mal den Block und ich hatte ja schon gesehen gehabt, dass es hier hinten so eine schöne, erstmal können wir hier perfekt so einplanen, aber ich hatte auch dies hier gesehen. Jetzt können wir mal einmal gerade überlegen, wo wir das hinkleben wollen, denn hier kommt die Adresse hin, hier kommt die Briefmarke hin, da kommt der Absender oder hier kommt der Absender. Das heißt, entweder kleben wir es quasi unter die Adresse oder, was man auch machen kann,
ist, wir verzieren quasi den Abschluss hiervon. Man könnte es auch damit hinterher verkleben, wenn der Brief drin ist. Ist auch eine schöne Idee. Dann wird es auch reichen, glaube ich. Nee, ihr müsst zwei haben. Gibt es denn zwei da drin? Mal schauen. Gab es zwei? Nee, gab nur eine. Nein, dann ist das nicht so geeignet. Dann könnte ich das hier oben als hinkleben. Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Das machen wir. Wir kleben das einmal hier am Rand entlang. Und dann können wir nämlich hier sehr schön das hinkleben. Dann würde ich den Absender in dem Fall sogar irgendwo hier hinsetzen. Das finde ich nämlich jetzt gerade sehr, sehr nett. Jetzt könnte man rein theoretisch noch irgendwelche Herzchen hier irgendwo hinsetzen, zum Beispiel hier in die Spitze. Und dann ist eigentlich schon alles fertig. Kann auch sich den Gag erlauben, die Adresse zu betonen. Also da habt ihr Spielereien bis zum Umfallen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist das Thema dieses hier, diese Vertiefungen, mit denen ihr auch prägen könnt. Also, ganz früher, ich hatte das eben schon mal rausgekramt, gab es, was heißt ganz früher? Ganz früher hatte ich, oder auch ganz früher, das klingt ja, als ob ich 90 wäre. Also damals, als ich noch jung war, hatte ich dieses Kästchen, also das habe ich auch heute noch. Steht leider keine alte Postleitzahl drauf, sonst hätte ich euch belegen können, wie alt es ist. Da ist eine Lampe drin. Und die Lampe, das fand ich jetzt eben sehr entzückend, die leuchtet auch noch. Muss mal gerade gucken. Ja, mein Strom reicht gerade nicht so. Aber ihr könnt es sehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, eigentlich eine Metallschablone da drauf zu legen und dann etwas durchzurücken. Ich habe mal mir den Scherz erlaubt und habe eine normale Schablone genommen, eben, als ich das getestet habe, ob das geht, weil ich habe meine Metallschablonen tatsächlich alle weggegeben, habe aber diesen Kasten behalten, weil ich den manchmal noch genutzt habe für Negative. Wisst ihr noch, damals, als es noch Negative gab? Die Älteren unter euch werden sich erinnern. So, und jetzt kann man halt diese Schablone quasi nachziehen. Das heißt, ich nehme das Papier falsch rum. Ich habe jetzt hier mal Transparentpapier genommen. Da wäre es noch nicht einmal so wichtig, dass ich einen Glaskasten habe. Aber können wir gerade das Papier nehmen. Das ist vom Briefumschlag, das ist also nicht transparent. Und dadurch in dem Augenblick, wenn ich es hier auf den Leuchtkasten lege, dann kann ich eben sehen, wo sich die Schablone befindet und muss nicht im Blindflug fühlen. Und eigentlich gibt es dafür auch, oder gab es, ne, gibt es immer noch, Embossing-Stifte, und das sind so Kugelstifte. Die gibt es in unterschiedlichen Dicken und Breiten, also ganz dicke Kugeln. Mal gucken, ob ich eine ganz, ja, ne, so ganz dicke Kugeln. Und es gibt halt so kleine Kugeln, je nachdem, wie fein das Muster ist, was ich nachbilden möchte. Und mit diesen Kugelstiften kann ich dann eben arbeiten und diese Flächen nachziehen. Also das, was heute die Kurbelmaschinen für euch machen, die Präge- und Stanzmaschinen, das hat man früher tatsächlich mit der Hand gemacht. Und dann konnte man das entweder das Negativ oder das Positiv benutzen, was einem halt besser gefiel. Also ging früher Prägen, als man diese Kurbelmaschinen noch nicht hatte. Da hatte man halt so einen Lichtkasten. Brauchen wir jetzt nicht mehr, aber das Gleiche ist hierfür gedacht. Das ist halt, damit ich dort Papier reinlege und dann nachziehe. Jetzt finde ich es sehr, sehr schwierig, oder mir ist es zumindest sehr schwer gefallen,
das zu treffen. Aber wenn ihr Transparentpapier nehmt, ich nehme euch mal näher ran, gucken, ob ich mit durch die, dann könnt ihr, kommt, ich nehme auch dir die Nase, die Dinge, die dort euch angeboten werden zum Nachzeichnen, und da gibt es einen Unterschied zum EFCO-Brett, zumindest zu dem, was ich online gesehen habe, ich besitze es also nicht, der hatte andere Motive zum Prägen. So, und dann sieht das Ganze so aus. Könnt ihr also auch entweder so oder so verwenden, wie es euch besser gefällt. Also dafür sind diese Teile da. Kommen wir zum Thema. Ich würde euch ja jetzt fragen im Kurs, habt ihr Fragen? Möchtet ihr das ausprobieren? Ist irgendwas noch unklar? Das dürft ihr mir in den Kommentaren schreiben, wenn noch irgendwas unklar sein sollte. Ansonsten mache ich nämlich jetzt an dieser Stelle weiter. Und zwar mit den Schachteln. Und da gibt es die Verpackung als Hilfsmittel. Und je nachdem, wie stabil eure Schachtel sein soll, dementsprechend müsst ihr die Dicke des Papiers wählen. Je dicker, desto stabiler ist natürlich die Schachtel. Und ich hatte eigentlich mir dieses Papier rausgesucht. Das ist so semi-dick. Das ist kein Origami-Papier. Ich denke gerade darüber nach, ob ich dieses Papier nehme. Das ist aber extrem dünn. Nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir nehmen das hier. Und das ist, glaube ich, können wir gerade einmal nachmessen. Müsste 15,2 sein, ja. Ne, es ist sogar eigentlich 15. Eigentlich ist es 15. Dann muss ich quasi eigentlich anderes nehmen. Gerade noch mal einmal nachmessen. Echt jetzt? Ist das nur 15? Ja, dann muss ich anderes nehmen. Aber ich habe das doch eben auch gemacht mit dem... Ich ignoriere das jetzt. Ich nehme 15 mal 15 Papier. Ich überlege gerade, wie die Actionblöcke sind. Ob die 15 mal 15 oder 6 mal 6 Inch haben. Weil 6 mal 6 Inch ist 15,2 cm. Ich greife mir mal gerade einmal einen Block. Und es steht gar nichts drauf. Das sind auch 15 cm. Dann nehmen wir jetzt die 15 cm. Dann seht ihr nämlich auch direkt, was das für Konsequenzen hat, wenn man sich nicht genau an das Maß hält. Und hier steht jetzt Score for Box Zentimeter. Also 5,1, 5,1, 5,1, 5,1. Das ist die, sind die Linien, die ihr zeichnen müsst für die Grundbox. Und das hier ist die Maße für den Deckel. Wir starten mit der Grundbox und jetzt habe ich etwas getan, weil 5,1 cm. Also erstens finde ich es sehr, sehr schwierig, das hier zu lesen. So, und dann zu erkennen, wo ist 5,1 cm, das hat mich sehr verunsichert und dachte mir, wahrscheinlich ist es diese Linie, aber das wahrscheinlich, das ist etwas, was ich nicht gut leiden kann. Und deswegen habe ich eine Tabelle gemacht, eine Inch-Liste. Und diese Inch-Liste habe ich begonnen mit ein Achtel Inch und habe es fortgeführt, ein Viertel, drei Achtel, ein Halb, fünf Achtel und so weiter. Also genau die Maße, an denen ich hier die Möglichkeit habe, Falzlinien zu machen. Und das kann man sich sehr, 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 sehr einfach mit einer Excel-Tabelle erstellen. Aber wer nicht so recht weiß, wie man das macht, dem kopiere ich diese Liste einfach in die Videobeschreibung rein. Also ich mache das dann als lange Liste, wenn ihr das dann auf eine Seite, ich weiß nicht, vielleicht mache ich es auch einmal so. Ich muss selbst gucken, wie ich das in die Videobeschreibung reinkopiert bekomme. Aber dann habt ihr auch was zum Abgucken. So, jetzt hieß es ja 5,1 cm und siehe da, 5,1 cm ist tatsächlich 2 Zoll. Das heißt wunderbar,
Damit kann ich doch arbeiten. 2 Zoll kann ich genau erkennen. 2 Zoll ist hier. Und dann weiß ich, ich muss hier falzen. Apropos falzen, immer von der Rückseite. Warum, werdet ihr gleich sehen. Also 2 cm, dann dreht ihr das Ganze im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, egal. 2 cm weiter drehen, 2 Inch und weiter drehen. Und dann habt ihr so eine lustige, ich falte das mal wieder einmal, damit ihr das vielleicht besser erkennen könnt. Außerdem muss ich es eh gleich falzen. Habe ich jetzt hier 9 Felder. Und jetzt, auch das steht eigentlich alles auf dieser Beschreibung drauf. Also eigentlich wird hier genau alles angezeigt. Und jetzt wird auch angezeigt, dass ich schneiden muss. Und zwar, also ihr könnt, also ich nehme irgendwie immer die rechte Seite. Wo ist meine Schere hin? Meine Schere verkramt. Da. Und das finde ich jetzt persönlich immer ein bisschen schwierig, diese Falzlinie zu treffen. Da schneidet ihr dann jeweils ein. Immer auch drehen und dann immer die rechte Seite bis zur Falzlinie schneiden. So schreibt es, oder das ist das, was hier gemeint ist mit diesem, mit dieser Symbol. Symbolik. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp bei dieser Lasche. Also ihr habt ja hier auf der rechten Seite geschnitten, ihr habt links und rechts eine Falz und da schneidet ihr jetzt noch mal einmal so ein Keil weg und hier auch. Das ist so ein kleiner Tipp von mir und das auch auf jeder Seite. Also so einen ganz kleinen Keil, einmal rechts, einmal links. Ungefähr bis zur Falz. Ihr habt gerade gesehen, ich habe schon ein bisschen vorher aufgehört. Das sieht man gleich nicht mehr. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen weiter geschnitten. Das sieht man gleich schon. Und die letzte. Und nun wird das einfach zusammengeklebt. Und da seht ihr jetzt, wenn man nicht gut geschnitten hat, also hier habe ich so einen leichten Bogen drin. Das ist nicht dramatisch, aber diesen Bogen wird man gleich hier auch sehen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber für die Perfektionisten unter euch, schön sauber schneiden, sonst ärgert ihr euch. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ihr entweder mit Flüssigkleber arbeitet oder aber mit doppelseitigem Klebeband. Ich arbeite jetzt sogar mal mit Flüssigkleber, sofern der Flüssigkleber mit mir zusammenarbeitet. Und zwar immer auf diese äußeren Laschen drauf. Achso, ich habe es immer noch nicht ausgespült. Das ist ja auch lustig. Ich könnte mir einfach eine andere Flasche holen. Aber wir machen das jetzt anders. Ich muss das mal ausspülen. Aber wir nehmen jetzt einfach ein Schmierpapier. Und arbeiten mit meiner berühmten, aus dem Weg, mit meiner berühmten Plastikkarte. Damit verteile ich den Kleber. Hier ist jetzt ein bisschen sehr viel. Und kann das Ganze jetzt einfach einmal kleben. Flüssigkleber ist hier von Vorteil, weil ihr dann nochmal gegebenenfalls schieben oder korrigieren könnt im Vergleich zum doppelseitigen Klebeband. Also wenn jetzt irgendwas noch nicht stimmt, dann habt ihr jetzt noch eine Chance, irgendwas zu schieben. Und ansonsten ist das jetzt eure Box.
Und jetzt machen wir, damit ihr seht, worauf ich hinaus will. Das Ganze. Darf jetzt mal einmal trocknen. Also je stabiler das Papier, desto stabiler ist auch diese Schachtel. Bei den Maßen, die der Action auf seiner Verpackung angibt, ist es so, dass der Deckel genauso groß ist wie, also genauso tief quasi, also dies genauso hoch, genauso tief, wie auch immer ihr es sagen möchtet, wie die Grunddose. Sie muss aber ja ein bisschen größer sein, damit sie gut drauf zu stupsen ist. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ich eben gesagt habe, ich bin halt mit so einem Scoring Board eingeschränkt, was kleine Varianzen angeht. Ich brauche ihn ja nur ein bisschen größer, bräuchte also, wenn wir eben 5,1 cm im Maß haben, bräuchte ich ja jetzt nur 5,2 cm. Die nächste Falzlinie gibt es aber erst bei, oder die nächste Möglichkeit gibt es aber nur bei 5,4 cm. Das heißt, man muss andersrum gehen, weil es wird ja größer, wenn ich die Grundfläche größer mache. Das heißt, die Falz weiter nach außen lege. Also 4,8. Ich kann nicht auf 5 cm gehen. Das könnte ich hiermit machen. Hiermit könnte ich jetzt 5 cm rundum machen und hätte den perfekten Deckel. Passt auf, das machen wir sogar. Und ihr braucht nicht sowas, sondern ihr könnt auch ein Lineal nehmen und dann entsprechend legen. Aber dafür braucht man ja das Scoring Board nicht. Wenn man es genau nach Anleitung macht, dann hat man halt diese Grundform und der Deckel sieht so aus. Dadurch, dass ich den Deckel mit den Maßen 4,8, 4,8 und 5,1, 5,1 mache, was übrigens dann ist, dass ich die 5,1 ist ja 2 Zoll und 4,8 war das andere, ist 1,78 Zoll. Also, dann wäre das, ich sehe nichts, 7,8, also 1 weiter nach links, dann würde ich hier 1,78, dann würde ich es um 180 Grad drehen, wieder 1,78, dann würde ich es um 90 Grad drehen, 2 Inch und wieder um 180 Grad drehen, 2 Inch. Habt ihr das verstanden? Also, wir machen 1,78, dann drehen wir das Ganze um 180 Grad, es ist jetzt Unsinn, was ich hier tue, ne? Ist schon klar. Und würden wieder bei 1,78 anlegen und dann würden wir es um 90 Grad drehen und würden 2 machen und wieder 180 Grad drehen, um die anderen 2 zu machen. Also wie gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, was ich hier getan habe. Es war jetzt einfach nur, um euch zu verdeutlichen, die beiden 5,1 sind genauso parallel wie die 4,8. Also in dem Fall jetzt umgekehrt. Ich habe es genau falsch rum aufgeschrieben, aber die gehören zusammen und die gehören zusammen. Und der Effekt ist folgender, dass manche Seiten länger sind und die hier sind kürzer. Jetzt kann man das positiv bewerten und sagen, ja prima, dann habe ich auch direkt einen Griff, also wo ich die Dose rausziehen kann. Oder aber ich sage, nee, das stört mich aber. Dann braucht ihr die andere Lösung, nämlich diese, bei der ihr 5 cm falzen könnt. Das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht ausprobiert. Das werden wir jetzt zusammen ausprobieren. Und ich bin selbst ganz neugierig, ob das überhaupt funktioniert, was ich mir hier denke. Denn hier habt ihr auch eine Skala. Und die Skala ist halt Inch und Zentimeter. Und ihr könnt aber komplett variieren. Das heißt, ich kann jetzt hier tatsächlich 5 cm machen, falzen und muss dann auch gar nicht irgendwelche Maße unterscheiden, sondern kann 5 cm machen, 5 cm und 5 cm. Was mich persönlich alleine schon stört, ist, der Deckel ist ja viel zu groß. Also es hätte ja gereicht, wenn so ein kleiner Deckel ist. Das gibt es natürlich, dafür gibt es auch Maße, aber die werden nicht angegeben. Da gibt es mit Sicherheit eine App für,
Wer die App kennt, also ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu eine App gibt, es gibt ja alles mögliche Apps, der darf mir das verlinken und dann, also wir nennen im Kommentar und dann würde ich das im nächsten Video auch nochmal laut sagen, beziehungsweise in der Videobeschreibung nachtragen. Vielleicht ist das sogar das Klügste. Also wenn jemand von euch da eine App hat, weiß, kennt, dann bitte in den Kommentar und ich mache es dann leicht findbar für alle. So, ich mache jetzt mal direkt so ein bisschen einen zittrigen. Zumindest habe ich selbst den Eindruck. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer mit Schneidemaschine arbeite, weil ich bin nicht so der ganz tolle gerade Schneider, weil ich mir echt immer Mühe gebe. Aber auch diese Falzlinien zu treffen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Und da kann ich schon verstehen, es gibt ja auch vom Action, da hatte ich ja dieses Montagsprodukt, dieses kombinierte Falz- und Schneidegerät. Das ist natürlich total perfekt, dann könnt ihr bei 5 cm falzen und die letzten 5 cm könnt ihr direkt schneiden mit der anderen Klinge. Das ist natürlich dann schon ziemlich cool. Ja, das Ganze wird jetzt wieder geklebt. Und dann sollte das passen. Bist du bereit, jetzt mit mir zu kooperieren? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich die Kappe erst einmal ausspülen, ne? Ah! Oh! Yay! Naja, einen Augenblick hat es funktioniert. Sollte aber reichen. Mal gucken, ob ich hier irgendwas habe, was datenschutzrechtlich relevant ist. Nein. Dann kann ich das einmal verstreichen. Also ihr müsst das nicht mit einer Plastikkarte verstreichen, ne? Manche von euch haben ja auch schon zurückgemeldet, ja, das ist doch dann viel zu viel Kleber, auch hinsichtlich dessen, dass es eben dann so bretthart wird. Ich habe es jetzt auch noch falsch aufgetragen. Prima. Ist aber nicht so schlimm, dann lassen wir das jetzt einfach trocknen, weil sonst würde ich die Laschen jetzt nach außen kleben und dafür, ich habe sie ja kleiner geschnitten, ich hätte die Klebe hier aufbringen müssen. ja, das kann gleich ganz entspannt trocknen. Ich mache jetzt trotzdem hier schon mal Kleber hin. Er will einfach nicht. Nehme ich den. Das ist ja das Praktische, ne? Der trocknet jetzt einfach und es ist keine Dramatik entstanden. Und ihr denkt einfach, wenn ihr das macht, daran, dass ihr die bunte Seite einstreicht. So. Und dann, ehrlich gesagt, würde ich persönlich sowieso mit doppelseitigem Klebeband arbeiten bei diesen Schachteln. Aber was das Schieben angeht, ist es natürlich so schon sehr einfach. So, jetzt müssen wir einen Augenblick warten, bis es innen drin nicht mehr ganz so klebt, damit ich gucken kann, ob das passt. Ja, würde passen. Ich kann es jetzt nicht reinschieben und vielleicht müsste man sogar 4,9 machen, also noch mal einen Millimeter kleiner, damit es noch besser passt. Ja, aber das ist die Funktionsweise. Ich denke, die ist dann jetzt auch klar geworden. Ihr hattet gesagt, ich soll zeigen, was man sonst noch mit dem Scoring Board machen kann. Habe ich eigentlich eben schon getan, im
vorletzten Video, ne? Da habe ich das Scoring Board gezeigt. Ich kann das aber heute auch nochmal wiederholen. Ihr könnt mit dem Scoring Board Muster machen. Also sprich, ihr überlegt euch einen Abstand oder auch unregelmäßigen Abstand. Das kann ja alles Mögliche sein. Also ich würde mir ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ne, würde ich mir irgendwas einfallen lassen, damit ich besser weiß, da ist ein Halb, da ist ein Halb. Weil ich suche mir hier einen Wolf, so gut sind meine Augen nicht. So, da ist Halb. Und da sind die Vollen. Und dann machen wir noch die Viertel und die Achtel. Die erklären sich dann von alleine. Vielleicht ein Hinweis für euch, das auch zu machen, wenn ihr auch so Schwierigkeiten habt, da immer das richtige Maß zu finden. So, ich entscheide mich jetzt zum Beispiel immer alles halbe Inch zu falzen, also bei, in meinem Fall, schwarz und grün. Dann habe ich auf die Art und Weise geprägt. Und das Ganze kann ich natürlich auch machen als Gitter. Das war das Wort, was ich suchte. Dann wiederhole ich das Ganze einfach nochmal. Bei Schwarz und bei Grün falze ich und dann habe ich ein Gitter. Und so kann ich zum Beispiel mir Papier prägen. Das kann ich mit so einem Scoring Board machen. Dann gibt es zig Anleitungen im Internet, bei denen ich, also die gibt es vor allen Dingen aus Amerika, gibt es zig Anleitungen, bei denen ihr in Inch irgendwas falzen sollt. Auch dafür ist das Brett natürlich total super. Ich habe jetzt, mir fällt gerade leider kein Beispiel ein. Nee, es fällt mir leider kein Beispiel ein. Ihr könnt auch, nehmen wir mal hier das Papier, ungleichmäßige Linien machen. Mal dickere, mal Größe und das Ganze digital diagonal. Also auch sowas geht. Dann habt ihr sowas. Ne? Auch das geht. Wer jetzt zum Beispiel keine Falzmaschine hat oder nicht die entsprechenden Muster, wer so einfach nur gerade Striche in irgendeiner Form braucht, der kann perfekt mit so einem Scoring Board arbeiten. Ich überlege gerade mal, ob mir noch was einfällt, was man mit dem Scoring Board anstellen kann. Mir ist noch was eingefallen für Perfektionisten unter euch, die mit diesem Scoreboard, also abgesehen, wie gesagt, von Hunderten von Schachteln, die ihr damit machen könnt, könnt ihr auch eben, also auch Schachteln, die dann einen schmalen Deckel haben oder zum Beispiel in Anführungsstrichen diese Streichholzschachteln, also wo ihr eine Hülle habt mit einer Schublade, all das könnt ihr hiermit machen. Ihr braucht lediglich die Maße. Ihr habt ja perfekt hier die Einteilung, zumindest in Inch sind sie perfekt. In Zentimeter muss es dann halt passen, also vieles ist ja auch aus dem amerikanischen E, wenn es in Zentimeter umgerechnet ist, ursprünglich Inch gewesen, sprich, es sind diese sehr krummen Maße. Und ansonsten hier habe ich noch was für euch. Und zwar, ich mache das immer ohne Scoreboard. Ich zeige auch gleich, wie ich es mache. Und wir falzen tatsächlich jede einzelne Rille entlang. Ich muss gleich ehrlich gesagt selbst schauen, wie ich das gleich in die Verlängerung bekomme. Das schauen wir dann aber gemeinsam. Ihr seht, ich halte es fest, damit es mir nicht verrutscht. Und falze gerade einmal
entlang der Streifen. Ich weiß gar nicht, wie breit er ist. Ich habe einfach einen Streifen von einem DIN A4 Blatt abgeschnitten. Beziehungsweise ist ein etwas größeres als DIN A4 Blatt. Das hat nämlich 30 cm. Ansonsten nehme ich tatsächlich jede einzelne Rille. So, und jetzt würde ich das Ganze einmal weiterschieben. Ich hoffe, das klappt. Huch. Ja, das macht doch einen guten Eindruck. Haha, das ist aber einfach. Also ich habe das jetzt einfach weitergeschoben und wieder in Anführungsstrichen eingerastet. Ihr seht ja, das bildet sich hier relativ gut ab. Ich lege es oben an und dann habt ihr hier, das rastet nahezu ein. Also das klappt eigentlich sehr gut. Könnt ihr noch mal zur Bestätigung gucken. Ja, man landet in der gleichen Rille und dann kann man weitermachen. Ich zeige gleich, dass man das Scoreboard nicht braucht für das, was ich gleich mache. Aber wie gesagt, wenn Perfektionisten unter euch sind oder aber auch Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit dem Knicken oder wenn das Papier was dicker ist, dann ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man vorgefalzt hat. Ich gucke wieder, es ist die gleiche. Und dann kann ich nämlich den Rest machen. Das ist also, das finde ich sehr cool, wie leicht sich das verschieben lässt, das Papier. Da hatte ich mich nämlich eben tatsächlich gefragt, falls ich es erst von der einen Seite, falls ich es von der anderen Seite, wie kriege ich das mit der Mitte hin? Das rastet nahezu ein. Das ist sehr, sehr praktisch. So, und jetzt... das gar nicht so ganz extrem gefalzt, weil ich nicht wollte, dass das Papier reißt. Und jetzt kann man das halt hin und her falten. Und hat ja dann immer die gleiche Größe. Und wer das nicht so perfekt braucht, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt unbedingt die Falzlinien so treffe. Ich habe mich das Gefühl, hier habe ich schon eine übersprungen. Ah, ich glaube, ich hätte tiefer falzen müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier schon eine übersprungen. Ja, also, ich mache jetzt einfach mal weiter und ignoriere meine eigenen Falzlinien. Aber für diejenigen, für die das wichtig ist, die ignorieren das dann logischerweise nicht, sondern treffen die immer. Ich kriege es gerade nicht hin. Ihr seht, das ist total ungleichmäßig. Ich mache das jetzt auf meine Art, wie ich es immer mache. Also ich nehme einfach irgendeine Breite, die mir gefällig ist. Ungefähr einen halben Zentimeter, sage ich immer. Und dann falte ich im Zickzack hin und her. Ihr seht immer, ich wende. Und dann mache ich ungefähr den gleichen Abstand. Wie gesagt, den genau gleichen Abstand kriegt ihr hin, wenn ihr falzt. Und dann euch auch an die Falzlinien haltet. Ich glaube, das Papierstück ist sogar zu lang, aber das ist nicht schlimm. Das kürzen wir dann entweder gleich. Und man hat die Orientierung, also irgendwann knickt man es einfach nur noch quasi, ne? Ich lege es jetzt an, drücke es hier runter, dass ich hier den Fingernagel habe und klappe es um. Und das geht dann tatsächlich sehr, sehr schnell. Und deswegen, man braucht die Falzlinie nicht. Aber man könnte. Und könnte dann auch entsprechend, wenn man gar nicht jede Linie nimmt, sondern jede zweite oder jede dritte, auch die Wirkung variieren. Und das dann auch tatsächlich auf eine sehr gleichmäßige Art und Weise. Vertraue ich mir jetzt selbst und sage, das reicht. Ach komm, wir machen es vorsichtshalber zu Ende, bevor ich jetzt was abschneide und dann passt es nicht. Da tut man sich nämlich gerne mal. Ich habe mich versucht zu erinnern, wie das Maß war. Ich glaube, das Zehnfache der Breite muss die Länge sein. Und wer es noch nicht weiß, was ich hier gerade mache, wir basteln gerade eine Papierrosette. So, wir nähern uns schon dem Ende.
ist ganz gut, dass ich nicht abgeschnitten habe. Man braucht nämlich tatsächlich immer eine sehr große Länge. So. Wo haben wir stehen geblieben? Und das Tolle an dieser Technik ist, dass es eben nicht perfekt sein muss. Dass es hinterher nicht auffällt, wie was wo. Ich glaube, ein Achtel Inch wäre auch tatsächlich zu schmal gewesen. Man sollte dann vielleicht Kinders einen Abstand nehmen von einem Viertel Inch. Also ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt auch ganz schwierig gewesen, das zu Ende zu falzen, weil es dann sehr, 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 sehr kleinteilig gewesen wäre. Ah, das geht nicht. Ich wollte huddeln. Ganz unauffällig. Aber es ging nicht. So. Und wenn ihr dann alles komplett im Ziehharmonika-Falz gemacht habt, dann braucht ihr noch eine Geschichte. Ihr stanzt euch mit irgendwas. Ihr müsst noch nicht mal was ausstanzen. Ihr könnt auch einfach eine Ecke abreißen. Packt da ehrlich gesagt am besten Heißkleber drauf. Ich nehme jetzt Flüssigkleber, weil ich gerade keinen Heißkleber da habe. Nehmt das und jetzt müssen wir mal gerade einmal gucken. Die werden so aneinander geklebt. Das heißt, ich packe hier drauf. Du darfst ein bisschen antrocknen. Mein ganz schmales Sticky Tape. Sticky Tape zur Erinnerung ist ja das sehr stark haftende, ich sage jetzt mal Plastik, doppelseitige Klebeband, bei dem es immer wieder eine Freude ist, das ist jetzt Ironie, die Schutzfolie abzukriegen. Da tüttelt man sich meistens einen Wolf dran. Konzentration. Gelingt mir gerade nicht. Nicht in die Klebe. Überlege, ob ich das Video anhalte und dann weitermache, wenn es mir gelungen ist. Aber jetzt habe ich es. So, dann klebe ich das andere Ende da einfach drauf. Ne, das hier ist ein V und das hier ist ein Dach. Dann passt das genau übereinander, sodass das hier quasi nahtlos weitergeht. Und jetzt kann ich das einfach, also das könnt ihr euch jetzt denken, dass das wieder schön gefaltet wäre, aber das, dann wird das nicht so auffallen. Und jetzt knickt ihr das so nach innen. Einmal alles nach innen. Will nicht. Nach innen umknicken. Und zusammenschieben. Und dann habt ihr eine Rosette. Also nochmal. Ihr habt dann diesen Vulkan, sage ich mal. Und den klappt ihr so nach innen und schiebt ihn zusammen. Ne? Also müsst ihr nicht. Ihr könnt auch ein Loch machen, wenn ihr da innen was reinkleben wollt oder um irgendwas drum haben wollt. Aber von der Sache her schiebt man zusammen und drückt es eben am besten auf Heißkleber. Kann es aber jetzt auch so drücken. Da muss man es halt nur länger festhalten. Und je mehr Abstand ihr nehmt, also je größer die Faltungen sind, dann ist das hier, ist das auch eine höhere Rosette. Und dann sind auch die Abstände größer. Jetzt habe ich ja hier ganz kleine, feine Abstände und sonst wären die dann zum Beispiel so weiter auseinandergezogen oder. So, hält das schon? Ja, so einigermaßen. Ich glaube, ich würde jetzt die Flasche draufstellen zum Trocknen. Das überlasse ich dem dann gleich selbst. Und dann hättet ihr, naja, das hält noch nicht. Und dann hättet ihr halt eine Papierrosette. Also das kann man damit auch machen. Man braucht kein Scoreboard dafür. Aber für Menschen, die entweder sehr dickes Papier nehmen oder aber die das sehr, sehr regelmäßig haben wollen, für die ist es definitiv auch eine große Hilfe.
So, ich bin gespannt auf eure Hinweise zu Apps, in denen die Inch, am besten Inchmaße, aber so gerne auch Zentimetermaße für die für andere Boxen sind, ne? Also für schmale Deckel, für Schubladenboxen, für was auch immer. Und wie gesagt, dass hier so ein Versatz ist zu dem anderen, ist dem geschuldet, dass ich da nicht feiner abstufen kann. Ich aber auf die Art und Weise dafür sorge, dass ich unterschiedlich großen Deckel habe. Mein Fazit, wenn ihr das noch hören wollt, ist, ich finde es nett, dass man damit sehr schnell, sehr unkompliziert Umschläge machen kann. Ich muss gestehen, ich finde es allein schon cool mit diesem Gerät, weil ich halt den Eckenrunder dabei habe, den ich bisher viel zu selten eingesetzt habe. Ich habe nämlich welche, aber ich habe immer gedacht, so ja, ist ja doof, wenn ihr keinen habt. Dann werden wir in nächster Zeit nämlich mit dem Eckenrunde auch mal was machen. Kann ich euch jetzt schon ankündigen. Man kann halt grundsätzlich damit es Linien machen. Den Gimmick hier mit dem Prägebereich, naja, das überlasse ich euch, ob ihr sagt, das ist doch super cool. Ich brauche es jetzt nicht. Ich werde das auch, ich kann mir gerade nicht vorstellen, das zu benutzen. Für Geschenkverpackungen würde ich, glaube ich, tatsächlich eher mein anderes Board nehmen, weil ich aber eben auch ein anderes Board habe. Wenn man kein anderes Board hat, dann ist dafür sicherlich eine gute Alternative. Und für Briefumschläge finde ich es auf jeden Fall echt gelungen. Habe ich an alles gedacht? Wir haben Rosetten. Ich habe euch gezeigt, wie die Geschenkschachteln gehen. Dafür braucht ihr die Verpackung, die ich jetzt gerade irgendwie weggeworfen habe. Für die Umschläge habt ihr das hier. Und wenn ihr irgendwas Vergleichbares braucht, dann könnt ihr euch das selbst umrechnen. Entweder mit Hilfe von Excel oder Dreisatz oder wie auch immer. Oder eben einer App, die es vielleicht oder wahrscheinlich gibt. Und damit verabschiede ich mich für heute und hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Wochenende und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis dann. Tschüss.